Hallo Freunde, es regnet, es regnet, es regnet, es ist furchtbar, aber ich habe eine schöne Terrasse mit großer Markise, unter der ich trotzdem ein Pfeifchen genießen kann und genau das werden wir jetzt tun und zwar rauchen wir heute zum ersten Mal, also ihr seid beim Jungfernrauch dabei sozusagen, den Dürninger English Nummer 3, English Green Nummer 3. Als ich den gekauft habe, hat die Verkäuferin schon sowas gesagt wie, sie trauen sich was. Ich vermute, dass es ein sehr, sehr kräftiger Bursche ist. Also sobald ich irgendwas merke von wegen ich hab keinen Bock mehr auf die Pfeife, mir wird schwindelig oder irgendwas, werde ich euch Bescheid sagen. Ich bin da nämlich kein Hardcore-Nikotin-geprüfter Tough Guy. Nein, bin ich nicht. Mich hat es in meinem Leben zweimal zusammengehauen wegen Nikotin. Lustigerweise war das zweimal derselbe Tabak, der Amphora Kentucky, der gar nicht für Stärke bekannt ist. Das ist total komisch. Und ich liebe den total, aber der hat mich wirklich zweimal zusammengehauen und von dem werde ich jetzt die Finger lassen. Schauen wir mal, was hier passiert. Auf deren Homepage steht auch deren stärkster Tabak im Programm. Also der, das wird schon was heißen, wenn das eine Tabakfirma schreibt. Rauchen tue ich ihn in meiner, welche Nummer war das nochmal? 046er Found Basic Nature. Wunderschön. Ich liebe ja die Basic Nature Serie von Found. Was rauche ich hier genau? Es ist ein English Blend aus mit viel Latakia heißt's, Virginia, Cavendish und ein bisschen Perique und Kentucky. Also von dem, allein davon, was hier zusammengestellt wurde, lässt sich schon vermuten, dass da ordentlich Zunder dahinter ist. Es bleibt spannend. Ich persönlich bin aber eh keiner, der Nikotinstärke vorher schon so stark merkt. Also ich kenne da, Kollegen, die rauchen da ziehen die da dran und sagen dann schon, oh ja, der ist kräftig, ja. Den Latakia schmeckt man gar nicht so deutlich, wie ich jetzt gedacht hätte. Dazu gibt es ganz unspektakulär eine Cola Zero.
Er kam tendenziell feucht daher. Der Kollege, tendenziell feucht, noch nicht zu feucht, aber an der Grenze. Das heißt, es schadet nichts, wenn ihr den ein paar Minuten draußen liegen lasst. Muss aber nicht sein. Also es war noch okay. Aber wer die Tabake wirklich deutlich auf der trockeneren Seite mag, der sollte hier noch ein paar Minuten warten. Ich zeige euch dabei das Tabaksbild. Voilà. Ein tendenziell dunkler Bursche. Hat stark was von Herbstlaub, wie ich finde. Er riecht süßlicher, wie er dann auch tatsächlich schmeckt. Also er schmeckt weniger süß, riecht aber dafür süß-rauchig. Erinnert mich stark an Barbecue-Soße vom Geruch her. Sehr, sehr guter Geruch. Aber sogar der Geruch hat so ein klein bisschen schon was Raues. Also man, das ist ein nicht grobschlächtiger Tabak, aber halt ein der, also mit dem würde ich nicht das Pfeife rauchen anfangen. Für meine Geschmackspalette. Ich habe ja mit Latakias keine große Erfahrung. Ich rauche sie auch relativ regelmäßig, aber es wäre zu viel zu sagen, dass ich jetzt sage, ich kenne mich mit Latakias aus oder so. Aber auf mich wirkt das schon ein bisschen behaart. Also er ist schon kräftig. Es ist kein lieblicher Virginia mit einer Prise Latakia dabei für die nötige Würze, sondern der Latakia schmeckt auch stärker und stärker, je länger man raucht. Ich befürchte, dass der gewaltig Fahrt aufnehmen wird, was das Nikotin angeht. Also er ist auf jeden Fall deutlich auf der herberen Seite. Wenig Liebliches, muss ja nicht schlecht sein deswegen. Aber es ist jetzt kein süßlicher, heuiger Virginia, der die Nase umschmeichelt und hier und da der Latakia, der rausspitzt. Hier und da, sondern der ist schon kerniger. Heißt nicht, dass man den Virginia nicht schmeckt. Vom Burley merke ich jetzt gar nichts. Oder na Schmann, da war überhaupt kein Burley drin, gell? Drum merke ich auch nichts davon. Ich glaube, dass dieses Herbe durch das Zusammenspiel vom Latakia und dem Perique daherkommt. Was man deutlich merkt ist, dass hier und da eine
Virginia-Brise durchweht. Das ist sehr erfrischend zwischendrin. Schmeckt mir aber. Ja, glaubst du das? Ich werde jetzt... Das ist komisch. Seit dem Trip zum Kloster Andex bin ich auf Latakia. Keine Ahnung, was da passiert ist. Seit dem Trip rauche ich Latakia. Also sehr viel häufiger wie früher. Ja. Das war ja früher alle 4 Monate mal. Und jetzt ist jede zweite Pfeife Latakia. Mal ist es der Nightcap, mal ist es der Robert McConnell, der Mary LeBone. Und eben zuletzt auch der Black Fregate, den mir da die Empfehlung vom Erwin. Ich glaube, damit hat es so ein bisschen jetzt begonnen. Das Video wird halt langweilig, Entschuldigung. Ich rauche jetzt ein bisschen hin an die Pfeife. Jetzt war da der Perik aber gescheit dabei. Das ist ein überraschender Tabak. Hätte ich nicht gedacht. Weil du hast... Latakia deutlich, schmeckbar, sehr deutlich. Aber hier und da kriegst du mal eine volle Virginia-Nase mit. Schönes Wechselspiel. Ich rauche jetzt mal eine Zeit lang dahin und dann rieche ich mich nochmal, wie es mit dem Nikotin ausschaut. Ungefähr 30 Minuten später. Er ist tendenziell auf der stärkeren Seite, ja, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagen könnte, jetzt muss der Rohrbruch geben. Sondern, ich würde damit vielleicht nicht anfangen als blutiger Anfänger, aber er ist, vor allem ist er sehr würzig. Das, eigentlich gefällt mir das sehr gut. Ist jetzt nichts, was ich jeden Tag rauchen würde, aber definitiv, wenn man Latakia schmecken will, wenn man wirklich einen robusten Latakia haben möchte, dann ist das eine tolle Sache. Er meckert nicht und hier und da überrascht er dich mit verschiedenen Geschmacksnuancen. Sehr angenehm. Vom Perique merke ich so gut wie gar nichts. Das muss irgendwie nur eine ganz, ganz winzige, winzige Brise sein. Aber es muss ja auch, wenn Perique drin ist, muss er ja nicht immer super heftig schmeckbar sein. Ne? Wir werfen noch einen Blick auf die schöne Found Basic Nature. Eine Serie, die ich, wie gesagt, ganz toll finde. Angenehm würzig trocken. Und zwar nicht trocken von der Feuchtigkeit her, sondern mehr so wie ein trockenerer, herberer Rotwein. So vielleicht in diese Richtung. Also nicht, dass es jetzt nach Wein schmeckt, aber halt von der, ja, was ich halt mit trocken meine. Nicht süßlich. Gut. Sehr gut. Kann man wirklich gut rauchen, wenn man es mal robust und raubeinig möchte. Das ist eine tolle Sache.
Der Döninger. English Green Nummer 3. So viel dazu, Freunde. Mal wieder ein klassisches, schönes Tabak-Review rausgehauen. Demnächst werden wahrscheinlich wieder ein paar Zwillen-Videos kommen. Ich habe jetzt nämlich meine neue. Die Scout LT2. Schöne, schöne Sache. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde.